begrüße euch ganz herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Vorsaison-Pressekonferenz hier im Stade de Suisse und vor allem auch für die neue Saison. Es freut mich sehr, dass meine drei Kollegen hier neben mir sind, der Hans-Peter Kienberger, Verwaltungsratspräsident von Sport- und Eventholding AG, wo IB und Stade de Suisse gehören, Sportchef Freddy Bickel und unser Cheftrainer Adi Hütter. Die werden von Ihnen Ausführungen hören im Hinblick auf den Saisonstart, wo wir uns natürlich alle sehr darauf freuen. Ich möchte hier unseren CEO, Alain Kappeler, begrüßen, der dahinter ist, und den Verwaltungsrat Richard Gosseli. Zum Ablauf, eben, die werden die Ausführungen hören von den drei Herren. Nachher steht euch sicher die Möglichkeit, offen für Fragen zu stellen. Und im Anschluss würden wir dann noch zusammen in Gruppen Radio- und Fernsehinterviews abhandeln. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit und jetzt gebe ich den Ball Hans-Peter Kienberger. Merci, Albi. Es freut mich, dass ich euch auch im Namen des Verwaltungsrats und von unseren Aktionären hier im Stade de Suisse begrüßen darf. Bevor wir zu den sportlichen Themen kommen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, auch mal ein paar strategische oder grundsätzliche Überlegungen aus Sicht des Verwaltungsrats euch darzulegen. Wem gehört eigentlich IB? Wir wissen alle, der BSC IB gehört unseren Investoren, Andi und dem Jöcki Reis. Das ist auch ein Vorteil für uns. Wir haben ganz einfache, klare Besitzverhältnisse. Man kann sagen, das ist die juristische oder handelsrechtliche Sicht. Aber wenn man es mal von einer kulturellen oder gesellschaftlichen Sicht anschaut, dann denken wir, IB gehört allen. IB gehört seinen Fans, seinen Sympathisanten. Und dessen sind wir uns bewusst im Verwaltungsrat, auch in der Geschäftsleitung. Dem wollen wir gerecht werden. IB hat eine 118-jährige lange Geschichte, eine lange Tradition. Und man kann sagen, es ist wie ein Erbe, wo wir temporär verantwortlich sind. Und wir wollen uns dementsprechend bewusst sein, dass wir Sorge tragen zu diesem Erbe. Wir wollen es geschickt verwalten und natürlich nachhaltig weiterentwickeln. Erfolg kann man im Fußball nicht kaufen. Erfolg ist das Resultat von härter und nachhaltiger Arbeit, Schritt für Schritt. Unser Ziel ist, dass IB sich selber finanziert. Unser Credo ist, wir orientieren uns nach den finanziellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und wollen aus denen das Optimum herausholen. Das heisst, nicht die sportlichen Ziele, die unser Budget bestimmen, sondern das Budget bestimmt, was wir für Möglichkeiten haben in sportlicher Sicht. Das ist für uns eine sehr zentrale Überlegung. Wir halten sicher an unserer Philosophie fest, das ist ein strategischer Teil, dass wir weiterhin versuchen, unsere Talente zu entwickeln und regelmässig auch in die erste Mannschaft einzubauen. Wir haben jetzt zweimal die U21-Trophy gewonnen. Das ist eine sehr schöne Bestätigung für unsere Nachwuchsarbeit. Auf diesem Weg wollen wir weitergehen. Zuletzt möchte ich noch ein Bonmot erwähnen. Wille versetzt Berge. Das haben wir jetzt in Euro gesehen mit Mannschaften Wales und Island. Aber wir haben es auch in der englischen Premier League gesehen, mit Leicester City. Das Engagement und die Leidenschaft, das möchten wir, dass man das bei IB auch jeden Tag, dass es sichtbar ist und spürbar. Das sind so Gedanken aus dem Verwaltungsrat zu unserer Strategie. Besten Dank, Campi. Und jetzt würde ich sagen, der Sport hat das Wort. Freddy, bitte aus sportlicher Sicht. Danke vielmals. Ja, vielleicht zuerst ganz einen kurzen Rückblick noch auf die letzte Saison mit dem zweiten Schlussrang, wo wirklich grundsätzlich gut ist oder nicht nur grundsätzlich gut ist. Ich denke vor allem auch, weil wir in allen Belangen für mich im Verlauf dieser Saison klare Fortschritte gemacht haben. Ich denke aber auch, weil wir einen schwierigen Start gehabt haben, natürlich auch mit dem Trainerwechsel, aber ich glaube auch, durch die Verletzten, die wir hatten. Man hat das vielleicht nie so gross rausgestrichen oder betont. Aber wir haben sehr, sehr wichtige Spieler oder Leistungsträger
in der Vorrunde, zum Teil fast die ganze Vorrunde, nicht zur Verfügung gehabt. Ich denke da nur an Von Bergen, Gernt oder Waro. Und wenn wir allein beim Waro schauen, wo 14 Spiele gefehlt hat, in den restlichen 22 Spielen aber 18 Goal gemacht hat, es ist klar, dass uns das schmerzt oder dass das sehr schmerzhaft war für IB, seine lange Verletzungsdauer. Das zeigt vielleicht auch irgendwo, dass wir nicht ganz so breit sind wie vielleicht der FC Basel, der so Sachen viel eher kann wegstecken kann als wir. Ich denke aber auch, das Schönste ist es vielleicht wirklich am Schluss, die zweite Saisonhälfte, mit diesen 41 Punkten, die hervorragend waren, aber vor allem auch, wie das Publikum darauf reagiert hat. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Schlussfans, danke für die tolle Rückrunde. Das ist auch wieder ein Ansporn und es wäre schön, wenn wir vielleicht die Rückrunde Ende der nächsten Saison könnte streichen oder durch ein anderes Wort ersetzen. Die neue Saison, wir wissen, wir haben Dreifachbelastung mit Superliga, Europa Cup, Schweizer Cup. Das sind Herausforderungen, die wir uns gerne stellen. Wir wissen auch, dass wir unter Druck sind, auf dem Platz, neben dem Platz. Ich denke aber, alle zusammen empfinden den Druck als positiv. Wir können mit dem umgehen. Wir haben das auch versucht, in der Rückrunde schon ein bisschen, sagen wir mal, vorzubereiten. Der Trainer Adi Hütter hat das auch immer wieder eingeflochten. Wir haben uns dort schon Ziel gesetzt für die Rückrunde. Wir wollten die beste Rückrundenmannschaft sein. Wir haben vor allem auch wollen, dass wir die verschiedenen Punktverluste gegen Gegner, die vielleicht auf dem Papier eher schlagen sollten, was uns nicht gelungen ist in der Vorrunde, das haben wir in der Rückrunde können wegmachen. Wir hatten auch eine gute Bilanz oder eine schöne Bilanz gehabt mit diesen zahlreichen Auswärtsspielen, die wir auch Auswärtssieg, die wir auch in der Rückrunde dann gehabt haben. Vom Kader her, von der Transfer her, war sicher mal das erste Ziel gewesen, dass wir die Mannschaft so zusammenhalten können, dass wir keinen Verlust haben in der Qualität im Kader. Wir haben 5 Abgänge, wir haben 6 Zuzüge, wobei die Zuzüge teilt sich schön auf, 2 aus dem eigenen Nachwuchs, mit dem Linus Obex und mit Quadwo Dua. 2 Rückkehrer aus Leihverträgen mit dem Nicolas Bürgi und dem Thomas Fekete und die 2 neuen mit dem Michi Frey und dem Thorsten Schick. Das sind 27. Wir haben immer gesagt, 23 ist eigentlich unser Anspruch, den wir haben. Man kann rechnen, es sind 4 zu viel, wobei wir die einfach einfließen. Wir haben 3 Dauerverletzte mit Benito Fekete und Seferi. Wir sind jetzt im Europacup. Es ist ganz sicher so, dass wir die Entwicklung abwarten mit den Verletzungen, auch wo wir dann Ende August europäisch wirklich stehen, bevor wir dann wieder über das Kader diskutieren oder schauen, ob wir dort, was wir dort daraus machen. Ziel ist immer ein bisschen schwierig, das so ein bisschen zu formulieren, aber ich denke, es ist auch logisch. Jeder, der eine Meisterschaft antritt, der will sie am liebsten gewinnen. Das ist sicher auch bei uns nicht anders, aber wir wissen auch, dass Basel das Mass aller Dinge ist. Vielleicht die neue Saison noch etwas mehr als vorher. 7 Meistertitel, denke, das spricht auch eine eigene Sprache. Es ist auch Fakt, dass wir 14 Punkte Rückstand gehabt haben. Klar möchten wir gerne den Rückstand verringern, auch für den Schweizer Fußball vielleicht die Meisterschaft ein bisschen länger spannend zu halten. Aber wir wissen, dass alles müsste stimmen, dass du wirklich irgendwo ein bisschen könntest, Basel auch ein bisschen herausfordern. Und ich tue noch einmal darauf verweisen, gerade bei uns, wenn wir Leistungsträger länger verletzt haben, dann wird es schwer schwierig, das auch irgendwo können auszugleichen. Ich glaube auch, dass es besser tun wir mal Daten sprechen lassen, als irgendwo einen Titel ins Maul nehmen oder von Titeln zu reden. Das Gleiche gilt eigentlich für den Schweizer Cup. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher als Meisterschaft. Jeder, der auch dort an den Start geht, wird natürlich am Schluss gerne den Pokal holen. Wir wissen, dass wir dort ein bisschen, das ist noch ein Punkt, wo wir Schulden haben, glaube ich, bei den Sympathisanten, bei den Fans, im eigenen Verein. Und es ist klar, dass wir dort auch ein etwas anderes Gesicht
zeigen, als wir es in den letzten Jahren so gemacht haben. Europa Cup ist unheimlich wichtig für uns. Wir wollen unbedingt in eine Gruppenphase rein. Es geht auch um die Zukunft. Wir haben das letzte Jahr keine Punkte können sammeln. Die fehlen uns in der Gesamtwertung. Du gehst immer weiter hinterher. Das wird dann noch etwas schwieriger auch. Die nächste Saison, die übernächste Saison, wenn dann die gesetzte Liste wieder kommt oder eben nicht kommt. Und darum ist das für uns wichtig. Wir haben zwei Chancen dazu. Wir wissen, dass die erste Chance eine ganz, ganz grosse Hürde ist. Man kann sicher nicht erklären und sagen, ja, da willst du jetzt gerade packen. Wir verstecken uns auch nicht, das ist klar. Aber wir wissen schon, wer wir als Gegner haben. Aber wir wissen eben so gut, dass wir zwei Chancen haben, uns europäisch für eine Gruppenphase zu qualifizieren. Am Schluss möchte ich noch einen Dank anbringen an Staff, an die Spieler für die Vorbereitungszeit. Für mich war sie sehr seriös, sehr zielgerichtet, sehr professionell. Da hat mir echt Freude gemacht. Wir haben sehr wenig Nebengeräusche gehabt. Wir konnten uns gut vorbereiten im Trainingslager. Wir waren dort wirklich für uns allein gewesen. Es gibt eigentlich nichts zu klagen. Klar, heute ist vielleicht Freude, wenn der eine oder andere Verletzte ein bisschen früher zurückgekommen wäre. Beim Krieg in die Operation vielleicht ein bisschen schneller gegangen wäre. Aber das ist wirklich Klagen auf höherem Niveau. Grundsätzlich noch einmal danke. Es ist, hat Spass gemacht, die Vorbereitung mit diesen Leuten zusammen. Besten Dank, Freddy. Und jetzt bitte Adi Hütter. Wie bist du zufrieden mit der Vorbereitung von deiner Mannschaft? Als erstes möchte ich mal hier in die Zukunft blicken. Die Vergangenheit ist schon hinter uns. Ich denke, der Freddy hat ausführlich darüber auch berichtet. Wir haben speziell im Frühjahr, finde ich, die Basis gelegt für die Zukunft. Wir haben eine tolle Vorbereitung hinter uns. Das Wichtigste ist auch für mich dann immer wieder, dass wir gewisse Schwerpunkte auch durchziehen können, dass wir von Verletzungen verschont bleiben. Das ist uns im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gelungen. Wir haben tolle Testspiele gehabt gegen sehr interessante Gegner, wobei mir nicht immer nur das Ergebnis das Wichtigste ist, sondern dass wir uns auch versuchen, ständig weiterzuentwickeln. Jeder einzelne Spieler, die jungen Spieler. Und wir freuen uns, dass die Saison am Samstag gegen St. Gallen beginnt. Wir haben große Herausforderungen zu bewältigen. Mit Schachtar Donetsk haben wir sicherlich das Schwierigste losgezogen von diesen fünf Mannschaften. Wir wissen, die sind schon seit, glaube ich, die letzten sechs Jahre Dauergast in der Champions League. Sind dann heuer im Frühjahr an Sevilla gescheitert, die dann auch das Europa League-Finale gewonnen haben. Also wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Trotzdem, ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Zielsetzung, so wie es ein Trainer sieht. Ich möchte nicht zu weit nach vorne schauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch Etappenziele stecken. Das ist auf der einen Seite, dass wir versuchen wollen, wie der Friedrich das schon betont hat, dass wir versuchen wollen, in irgendeine Gruppenphase zu kommen. Wir werden natürlich nach dem Bestmöglichen streben und alles versuchen, das zu erreichen. Wir haben vier internationale Spiele, wo wir sicherlich auf einem Top-Niveau spielen müssen, dass wir die Gruppenphase erreichen. Wir wollen im Cup sicherlich überwintern und in der Meisterschaft. Ich bin auch der Meinung, Basel ist der Favorit, aber wir müssen, ich betone das immer sehr, sehr gerne, ich möchte, dass wir einen eigenen Weg gehen. Wir sind IB und es muss alles optimal laufen. Wir haben diese Dreifachbelastung, alles optimal laufen, wenn es so sein sollte, dann möchten wir auch ganz sicherlich vorne mitmischen. Dazu braucht es jeden einzelnen Spieler, der komplette Kader. Wir müssen sicherlich rotieren, weil die Dreifachbelastung eine komplett andere Organisation ist, ganz andere Möglichkeiten beim Training. Und deswegen freuen wir uns, diese Herausforderungen uns stellen zu können und wir werden sie auch so annehmen. Danke. Besten Dank, Adi. Und jetzt würden wir gerne die Fragerunde eröffnen. Bitte uns auf das Mikrofon warten, falls Fragen sind. Ja, Markus Brütsch von der Aargau-Zeitung. Eine Frage an Herrn Hütter. Haben Sie das Gefühl, in der Breite sind Sie diesmal gut aufgestellt oder befürchten Sie, wie das könnte das Problem sein, dass es gegenüber Basel an dieser Breite dann verrutscht ist, eben auch die Dreifachbelastung spielt ja eine maßgebliche Rolle? Noch einmal, wir dürfen uns nicht an Basel orientieren, was das betrifft, sondern wir müssen schauen, dass wir auf unseren Kader schauen. Ich glaube,
Wir haben die bestmöglichen Sachen, also im Sommer betroffen von den Transfers her, haben wir gemacht. Wichtig ist, dass wir unsere Schlüsselspieler alle halten konnten. Wir sind sicherlich irgendwo ein eingespieltes Team und wir versuchen, die neuen Spieler so schnell als möglich zu integrieren. Und ich betone auch noch einmal, dass wir unserer Philosophie im Verein treu bleiben, dass wir auch immer wieder unsere jungen Spieler aufbieten und ihnen die Möglichkeit geben, sich hier bei eBay nicht nur einen Namen zu machen, sondern auch diese Philosophie nach außen auch zu tragen. Und ich glaube trotz allem, dass wir in der Breite einen dementsprechenden Kader haben, wo wir bestehen können. Wenn es so sein sollte, dass wir vielleicht international in eine Gruppenphase kommen können, vielleicht gibt es dann noch die Möglichkeit, dass wir was tun können, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir bis dahin auch von Verletzungen einfach verschont bleiben. Und ich bin, so wie der Kader zusammengestellt ist, zufrieden. Die Frage? Können Sie vielleicht etwas noch über den neuen Spieler aus Österreich sagen? Den kennt man hier noch nicht so gut. Was ist von ihm zu erwarten? Kann er Stammspieler werden? Wo sind seine Chancen? Ja, ihm geht es so wie bei mir. Mich hat man auch nicht so gekannt. vor allem hat er die Möglichkeit, hier sich zu zeigen. Ich kenne ihn schon als jungen Spieler. Ich habe ihn dazu mal mit 19 Jahren von FC Gradkorn. Er kommt aus dem Sturmnachwuchs. Nach Altach geholt in die zweite Liga, hat bei mir ist ein Stammspieler auch geworden und ist ein Spieler, der eine sehr große Schnelligkeit hat, also irrsinnig dynamisch, kann auch gut Fußball spielen, ist im Abschluss sehr gut, weil er einen guten rechten und linken Fuß hat. Und natürlich hat er auch mit Jori Krawe und Miralem Sulimane natürlich zwei Topspieler vor sich, aber wir werden ihn brauchen. Er ist leider noch ein bisschen angeschlagen vom Spiel gegen Sparta Prag, aber ich hoffe, dass er Ende der Woche, Anfang nächste Woche einsteigen kann und dann wird er sicherlich auch die Möglichkeiten bekommen zu spielen. Und ich wünsche mir natürlich, dass er dieser Herausforderung bei IB auch gewachsen ist und er ist ein guter Typ und ist schon gut integriert. Weitere Frage? Wenn das nicht der Fall ist, habe ich noch zwei, drei Informationen. Und zwar haben wir ein spezielles Spiel am 6. August, IB Thun, das Derby hier im Stade Suisse unter dem Motto «Der 12. Mann». Der Eintritt kostet nur 12 Franken. Der hat das Blatt verteilt bekommen von Stefan Stauffiger. Der steht auch drauf «IB Forever». Das ist unser neuer Claim, was es allerdings schon seit 118 Jahren gibt. Vielleicht geht ihr dann noch schnell ins Stadion schauen. Das Stadion ist immer mehr mit gelb-schwarz schön gefärbt. Insbesondere jetzt diesmal mit dem VIP-Bereich in Stadionnähe, der von mir aus gesehen sehr gut aussieht. Und heute Abend, wisst ihr alle, ist noch Uhrencup in Biel, 7:30 IB gegen Galatasaray. Und das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche uns allen eine gute Saison, euch viel Spass und merci vielmals für die Aufmerksamkeit.